Früh aufgestanden sind heute wohl die Südtiroler Schützen. In aller Herrgottsfrüh haben sie viele Ortsnamen auf den Ortsschildern überklebt. Und zwar die deutschen Ortsnamen. Heute Morgen 6:30. Die Schützen in ganz Südtirol überkleben Straßenschilder. Die Mitteilung: Deutsch ist seit 97 Jahren keine Amtssprache mehr. 600 Schilder sollen überklebt worden sein. Ja, in erster Linie möchte man natürlich schon darauf aufmerksam machen, dass unsere historisch gewachsenen deutschen Namen seit 1997 keine Gültigkeit haben. Also unsere historisch gewachsenen Namen, es zählen nur die italienischen oder zum Teil pseudofaschistischen Ortsnamen. Aber man möchte mit dieser Aktion nicht nur also auf das Toponomastikproblem aufmerksam machen, sondern allgemein auf den Schwund der deutschen Sprache hinweisen. Die Aktion wurde seit Mai geplant, der Zeitpunkt bewusst festgelegt. Natürlich am 16. August, nicht nur, weil heute Ettore Tholomyès Geburtstag ist, sondern natürlich auch, weil es ein Fenstertag ist und sehr viel Aufmerksamkeit trägt, weil natürlich sehr viele Leute auf den Straßen unterwegs sind. Die Strategie des Schützenbundes ist aufgegangen. Staatsweit berichten Medien über die Aktion. Die Republika, Rai News, die Nachrichtenagentur ANSA und der Fatto Quotidiano. Die Aktion ist eine bewusste Provokation, die nicht überall gut ankommt. In Salurn leben seit Generationen Deutsche und Italiener zusammen. Die Schützenaktion war auch hier Gesprächsthema. Klar, es ist sicherlich erstrebenswert, dass man endlich einmal das Problem löst mit den deutschen Namen. Andererseits natürlich ist klar, dass man nicht öffentliches Gut oder beziehungsweise öffentliche Schilder einfach überkleben kann. Und deshalb ja, also es gibt auch andere Arten, um darauf aufmerksam zu machen. Man bemühe sich, friedlich zusammenzuleben. Extreme Haltungen? Nein, danke. Ich kann nur von unserem Beispiel sagen, also da in Salurn sind wir sehr stark bemüht, vor allem in den letzten Jahren, dass man eben gut auskommt und dass man eben zusammen die Probleme löst. Und deshalb ja, also ist es schon wichtig, dass man eben nicht, dass es keine Provokationen gibt, denn die sind natürlich schädlich. Die Aktion des Schützenbundes hat hohe Wellen geschlagen. So war es geplant. Jetzt ist der Spuk auch schon vorbei, denn 6:30 wurden die Schilder wieder hergestellt. Die Aktion der Schützen hat auch auf der Facebook-Seite von Rai Südtirol ziemlich hohe Wellen geschlagen. Ungewöhnlich viele Seher und Hörer haben die Aktion der Schützen kommentiert. Die meisten Kommentare fielen allerdings wenig schmeichelhaft für die Schützen aus.